Moin, moin, meine Chibis, herzlich willkommen zurück zu Splatoon 3 Story Mode. Wir werden jetzt hoffentlich heute Sektor 5 beenden. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorgefärbt, damit ich halt hier schnell unterwegs bin. So. Perfekt. Da hat Felix auch noch was gefunden gehabt. Wollte mal ihn mitnehmen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah, da. Ey, Juli, du kannst mir ruhig helfen, dabei die Dinger zu zerstören. So, Schriftrolle. Komm her. Ja. Knusprig gebraten in der Senkluft. Ein wahres Sinne des Wortes. Schwitzige Schale. Hashtag Radespaß. Hast du jetzt gerade ein Fahrrad mit der Fritteuse vorne dran? Gott, das hört sich so scheiße an, dass ich das irgendwie geil finde. Einfach Pommes selber machen. Du sitzt auf dem Fahrrad, hast aber Hunger, speise Tiefkühlpommes rein. Und wahrscheinlich vielleicht noch so modern, dadurch, dass du sie ja am Drehen bist, läuft davon noch die Fritteuse. Ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. So, Frage ist allerdings, habe ich eigentlich schon viele Sachen jetzt gefunden? Ach, guck mal, hier ist noch was. Die Kapsel. Ich kann hier mal kurz gucken. Schallplatten haben wir alle, Kapseln haben wir alle. Gut, da fehlen noch ein paar Sachen. Hälfte ist nur geschafft. Also Anchovy fehlt noch und Dings fehlt noch. So eine schöne Schriftrolle. Gut, kann auch mehrere sein. Weiß ich ja nicht. Ist der Karte eigentlich irgendwie? Ja, da wo es zum Sektor 3 geht. Ist das hier? Ja. Da war ich noch gar nicht. Schau ich mal kurz mich mal hier um. Felix, mit dem Riecher Haas auch raus, ne? Nee. Das ist hier nichts. Das ist hier gar nichts. Naja. Gut. Ja, wenn hier sonst nichts ist und die Level sind jetzt so gut wie geschafft, oh, schon mal an, eine Schriftrolle. Während des Wachstums legen Krebstiere wie der Palmdieb ihre Panzer ab, um weiter wachsen zu können. Sollen die verstärkt dieses Verhalten, weswegen Krebstiere ins Plätzchen weit ausgrößer werden als in anderen Regionen. Interessant. Habe ich jetzt alle Karten gefunden? Nö, fehlt immer noch was. Vielleicht hier irgendwo auf der Brücke, wo es weitergeht? Mal schauen. Schießen auf Schienen. Oh, geht schon wieder weiter mit Schienen. So. Ach, okay, hier ist Endstation. Nice, noch ein Chovium. Ich komme, ich gerade hier bin. Klickstreit. Weißgeschosse, was? Schließe die Tinte in alle Richtungen und reicht das Ziel. Knallschwab bin ich eigentlich nicht so ein Freund von, aber gut, versuchen wir es. Ja. Hier ist immer ein schönes Soundtrack. Ah, gut. So, moin sein.
Ah, der Knirschbarer verbraucht immer viel Tinte. Ja, easy. Die Mission scheint jetzt aber wieder ein bisschen einfacher zu sein. Jo. Da komme ich dann noch ran? Nö. Ach, kommt davon, wenn man zu schnell ist. So, Ruhe im Karton. So, Ruhe im Karton. Da auch weg. Ausrüstung. Ach, ein Sniper. So. Das war eigentlich recht easy. Schau mal an, die nächste Mission ist wieder hier. So eine schöne Ninja-Mission. Springen wir die Dächer. Gebe ich mir noch mal ein bisschen Spaß und Freude. Sind da hinten. Das sieht versteckt aus. Moment. Na toll. Ich dachte, der kriegt wenigstens einen Coupon oder so. Ups. Schaust im Himmel, schwimmst durch die Tinte. Yay, yeah, hier kommt der Haftsprung. Schütze? Wo? Oh, da hinten. Hat überlebt. Schau an. Geht es gar nicht weiter. Muss ich da unten lang? Ja. Also ich würde meinen, mit dem Ninja-Aufsprung komme ich aber hier gut aus. Das war eigentlich echt easy. Hey, Level. Hier noch fliegende Hindernisse oder so wären, das wäre schon ein bisschen ekliger. Zum Beispiel so welche Walzen. Oh. Ja, jetzt wird's doch ekliger. Meine lassen sich immer noch was einfallen. Was? Ein Schlüssel? Wo? Da. Ich hätte da oben auch einfach hochgehen können. War hinten noch eine Kiste? Egal. Die Ninja-Mission ist eigentlich mal ganz lustig. So, war das jetzt ein Level oder fehlt mir doch noch was? Boah, wie viele Fischeier ich habe, ey. Heftig! Nein, hier ist noch eins.
Schießen auf Schienen. Stimmt, da war was. Diese Bambus-Sniper, die gibt es auch schon echt lange, aber nie wirklich gespielt. Oh, Schießen auf Schienen, ey. Oh, ich will nicht. Ich habe so gerade ganz böse Flashbacks. Ich meine den letzten Part. Oh, Mann. Springen wie so früh zuvor erleben. Scheiß auf Springen, ich muss hier irgendwie noch nie mehr leben. Es sieht ja alles hier echt verdammt cool aus, wie das alles wie volle Tinte über Wasser ist. Aber trotzdem. Oh, hier gibt's Checkpoints! Gott sei Dank! Da bin ich doch richtig froh drüber. Okay, da war jetzt langsam. Bin ich überhaupt in der richtigen Richtung? Ich war gerade kurz irritiert. Ich wusste nicht, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin. Aber stimmt, ich kann ja nur eine Richtung hier eingeben. Hä? What? Ich bin auch durch! Mann! Fängt schon gut an. Ja! Zu meiner Verteidigung. Ich habe gedacht gehabt, wenn ich gut in die Mitte ziele, dann erwische ich das automatisch. Also, dass der obere auch mit aktiviert wird, aber dem ist nicht so. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Waffe absolut nicht aus. Ich habe gedacht gehabt, da fliegt vielleicht noch was nach oben hin. Gott, hier so welche Parcours. Ich liebe zwar Grinding, ne, aber solche Parcours-Level hier, das ist überhaupt nicht meins. Ach, jetzt geht's plötzlich! Ich muss einfach nur von oben schießen, toll. Huhu, Nido, bist Game Over gegangen. Du hast hier verkackt. Ach ja, ich habe auch Insta-Bomben. Warum sag mir lieber was? Vergiss immer die Bomben. Die fand ich jetzt aber ein bisschen gemein. Weil ich die Sache noch gesehen habe. Den Ballon lassen. Oh Gott. Ja. Hilfe 1. Hab ich doch nicht gedrückt. Hä? Der hat ihn doch alle getroffen. Und noch eine Runde. Hä? Moment. What? Die sind doch alle getroffen. Irgendwas checke ich gerade nicht. Die sind doch alle getroffen. Kann ich eigentlich vielleicht auch mal hier runter? Ist nur getroffen. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hä? Ist das ein Bug? Und checke ich irgendwas nicht. Ich guck gleich nochmal. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht?
Ja, ja. Danke, Game. Man hat zwar schon gesehen, ob ich eigentlich durchgeflutscht bin. Ja. Ach da. Schönen guten Morgen. Die habe ich gerade nicht gesehen. Ach. Gut, macht auch irgendwie Sinn. Ich habe die ganze Zeit gedacht gehabt, hier das Ding, weil ich das mit der Bombe aktiviert habe, dass die deswegen irgendwie, keine Ahnung, dass vielleicht irgendwas nicht gezählt worden ist. Aber so, ja, macht schon Sinn. Mein Fehler. Sorry! Hier? Oder auch nicht. Da! Na toll, Booster. Hä, dann bleibt ihr doch nur noch hier am Ende. War ich echt... Nein! Boah, war ich echt so blind? Hier? Gottes Willen. Wie kann ich so blind gewesen sein? Was ist auch nicht, wonach ich suche? Verdammt die Scheiße. Felix, hilf mal suchen. Kommt dabei jetzt auch was raus, oder? Nö. Doch, im Anfangsbereich? Ach, hier unten oder was? Ja. Ich schreie gerade. Das ist auch nicht das, was ich suche. Ich suche eine verdammte Schriftrolle. Und ich kriege hier alles, aber nicht die Schriftrolle. Scheiß auf das Booster-Pack oder irgendwelche Fischer, ja. Wo soll denn hier was sein? Es muss irgendwo hier... Ach, da in der Ecke oder was? Ja. Jetzt habe ich sie. Gott. Nacht von Donnerstag auf Freitag, 1 Uhr, live mit Limone zum 100-jährigen Jubiläum als Promigast dabei Aioli. Mein Cousinchen. Ach, ich wusste gar nicht, dass sie sogar Cousinen sind. Die Season Special. Freut euch schon mal. Es gab zu viel bereden. Echt jetzt? Dann ist halt 5 Stunden und länger als geplant. Vor allem um 1 Uhr nachts. Natürlich. Kenn ich ja selber. Bin ich ja selber über. Ja. Von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr nachts, moin. Na Gott, Sektor 5 ist jetzt zu 100% abgeschlossen. Bis hier auf die kleinen Flitzerchen, aber das lässt mir gut Zeit. Schauen wir uns mal den neuen Sektor an. Nächster Sektor ist am weitesten abgelegen, oder? Was? War da was im Wasser? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Hä? Wir werden jetzt sicher raus, wenn wir erstmal dort sind. Ob es uns gefällt oder nicht. Oh! Fast nur Wasser. Komm, Land in Sicht. Boah, hast du denn da was im Wasser gesehen? Wie lange ist wohl schon so... Oh, hey! Ich empfange etwas vom Dach. Das komische Gebäude da. Das muss Opa sein. Auf geht's. Wenn hier auch nur fast nur Wasser ist, hoffe ich, da gibt es ja auch weniger Sachen zu erkunden. Und wenn ich mir nicht eben wieder so... mir Not ansuchen muss...
Hier im Anfangsbereich noch gar nichts. Mhm. Nö. Gut, dann schaue ich mich mal noch ein bisschen um hier. Ja, ich bin vorsichtig, keine Sorge. Schallplatte. Das auch. Noch irgendwas. Hier gibt es ja kaum was zu finden. Ich schaue mich erstmal ein bisschen bei der Omi. Ich kann zu den Sachen hinjumpen. Ist ja kein Problem. Okay, da komme ich nicht hin. Ja, wo denn? Danke. Die erste Kapsel. So, jetzt ist das Ding freigeschaltet. Ich schaue mich erstmal hier ein bisschen um. Schriftrolle. Oh, hier scheint es nicht mehr viel zu geben. Ui, das sieht aus. Das sieht nach Anweisungen zur Mumifizierung von Inkling aus. Vielleicht dachte man früher, dass der Gestalt bewahrte Körper einmal zurück ins Leben geholt werden könnte. Aber es ist doch sicher kein echter Inkling. Das kann wohl nicht sein. Oder doch? Ja, die Mumifizierung. Schon ein anderes Thema damals gewesen. Fand ich damals schon. Einerseits habe ich mich damals für Ägypten sehr interessiert. Aber andererseits fand ich auch die Mumifizierung auch so ein bisschen so, joa. Wild. Boah, auch der Film, ne? Die Mumie. Den fand ich gruselig, wirklich. Wenn ich mir früher mal in jungen Jahren angeschaut gehabt, der fand ich wirklich Mumie so. Wo er auch die Zunge rausgeklaut hat und da so ein paar andere Sachen. Ja, ja, das war diesmal Welt. Ja. Noch irgendwas? Oh, hier ist noch ganz dicker. Und noch eine Schriftrolle. Ach, schön. Schön, dass Marina auch Klavier spielen kann. Nach ihrem großen Sprung von Kopolis ins weltweite Rampenlicht haben Tentacool, stimmt so war das, nun ihre neuesten Gig gefunden. Vokals für die aufstrebende neue Rockband Dumb Socks Feed Tentacool. Die sind online kennenlernten. Eine melancholische, melodischer Sound mit unverkennbarer Tentakultur. Online kennenlernte? Ist das DJ Octario da im Hintergrund? War mir nicht ganz sicher. Da oben geht's hoch. Findest du noch was auf der Schnelle hier? Nö. Gibt's hier überhaupt was zu finden? Ich bin gar nicht sicher. Na gut, meine Lieben. Ich werde mal hier noch mich ein bisschen absuchen. Auf da. Und dann mal gucken. Ob hier noch irgendwas zu verstecken ist oder nicht. Ein Chovium, das nehme ich schon mit. Danke. Ah, ist jetzt doch was gefunden. Booster Package. Aber ich glaube, viel scheint hier nicht zu sein. Also man kommt ja gerade gut voran, aber sonst hier ein bisschen Pustekuchen. Also, meine Lieben, ich denke mal, lang wird es nicht dauern. Vielleicht gibt es halt die Welt auch gar nicht so viel Level. Zumindest kommt es mir gerade jetzt nicht so extrem groß vor. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sie das entwickelt. Unbedingt beim nächsten Part wieder mit einschalten. Splatoon 3 wird nicht mehr lang gehen. Also durch ein... Schallplattenspieler, cool. Wollte ich mir auch nochmal irgendwann holen. Naja, mein Nachbar ist zum Beispiel ein sehr großer Schallplattenfreund. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Gut, meine Lieben, Kommentar lassen. Däumchen und Träumchen. Habt ihr euch auch mal blöd angestellt, so wie ich gerade... habt ihr auch den Film mit mir geschaut gehabt? Würde mich interessieren. Bis dann. Ciao!